Ja Leute, herzlich willkommen hier zu meinem nächsten Video. Ich begrüße euch mal wieder ganz, ganz herzlich hier, dass ihr wieder eingeschaltet habt und wieder live dabei seid. Jetzt ist ein bisschen was stürmisch und sehr, sehr windig. Ich befinde mich gerade hier in Bergheim auf einem riesengroßen Feld und ich möchte mit euch heute die Ruine Lahr von Bergheim vorstellen. Das ist eine Ruine vom 12. Jahrhundert und ist auch zum Teil auch abgerissen. Und die Geschichte kommt jetzt nach dem Video und ich sage mal, bis gleich und let's go. Ja Leute, hier ist eine kleine Geschichte des Haus Lahr. Das Haus Lahr war ein aus Eichenfachwerk errichteter Burgkomplex und Rittersitz, der einzigartig für das Gebiet des Rhein-Erft-Kreises war. Es stand im Gebiet Bergheim zwischen Thor und Heppendorf. Der Burgkomplex war ein Grenzposten der Erftniederung, der bis 1980 bewohnt war und 1945 abgerissen wurde. Bis Anfang des 16. Jahrhunderts blieb das Lehen in Besitz der Familie von Lahr. Ihr folgte eine Familie von Horst, von denen sie 1520 an die Familie von Plattenberg überging. Anton von Harff war 1610 Besitz der Burgstelle, von dem sie 1692 an Degenhard Wilhelm von der Horst überging. Von der Horst ließ sie umfangreich ausbauen, konnte aber die Ausgaben für die Bauarbeiten nicht wieder erwirtschaften. 1807 wurde Josef Jungblut in das Haus Lahr geboren. 1889 wurde das ursprüngliche Herrenhaus sowie größtenteils des Hofes durch einen Brand zerstört. Nach dem Ersten Weltkrieg und durch die Aufgabe als Wohnstätte 1918 verfiel die Burganlage in sich zusammen. Das Anwesen wurde bis auf den spätgotischen Torturm und die Treppenanlage abgetragen. Nach Versiegen des Brunnes zog 1956 die letzte Familie aus. Das Areal der Burganlage ist noch durch seine verwilderten Randbepflanzungen an den ehemaligen Wassergräben zu erkennen. Heute ist die Burg Lahr, was noch übrig geblieben ist, kann man heute besichtigen in Bergheim zwischen Thor und Heppendorf. So, jetzt sind wir am Ende der Geschichte und ich wünsche euch jetzt weiterhin viel Spaß. So Leute, ich müsste jetzt hier in den Wald rein und da vorne liegt Maria Lahr, die Ruine. Jetzt muss ich natürlich erstmal komplett ganz rumlaufen. Ich weiß auch nicht, ob ich bis da vorne hinkomme. Hier ist natürlich ein sehr schönes Feld, wo ich eigentlich gar nicht drüber gehen möchte. Und das ist eigentlich ein No-Go, wenn ich jetzt hier über das Feld gehe. Das ist ja gar nicht gut. So, und wir befinden uns jetzt immer näher an diesem Gebäude. Ja, wie gesagt, eben hat schön die Sonne geschienen, war ein tolles Wetter. Und jetzt kommen alles so dicke, vereinzelte Wolken. Aber ich hoffe, dass bis dahin etwas trocken bleibt und dass wir gleich die Lotte steigen lassen können, dass wir von oben ein paar schöne Luftaufnahmen haben. Und ja, dann würde ich mal sagen, wünsche mir mal Glück und ich würde sagen, los geht's. So, jetzt sind wir da. Upsa, oh scheiße. So, da hinten ist Maria Lahr und ich würde sagen, jetzt gehen wir erstmal quer durch das Gebüsch. Kommt gleich mit. Upsa. So. Ach du Scheiße, hier ist alles voller Stacheln. Oh Gott. Oh Gott. Gut, ein Glück habe ich jetzt eine lange Hose angezogen. Dann geht es ja noch. So. 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 Oh. So, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal hier lang. So, okay. So, und ich sehe das Gebäude auch schon vor uns. Und dann gehen wir mal hier lang. Puh. Komm weiter, Jungs. Hier ist Maria Lahr, Leute. Hier ist es.
guckt euch diese kleine vergangene Schönheit an. Wunder, wunderschön. Hey Leute, das war schon ein bisschen anstrengend. Nicht nur alleine durch die Gebüsche laufen. Ich meine, ich muss natürlich auch das Video kürzen. Aber ey, da war so hoch, die Brennnesseln bis hierhin. Und ich kann zum Teil nicht mehr weiter. Jetzt sind wir zum Glück angekommen und jetzt schauen wir uns schön die Ruine Laach an. Also. Wahnsinn. Eieieiei. Guckt euch das an, Leute. Leute, guckt euch das an. Guckt mal, wie schön. Ist das keine Schönheit? Wahnsinn. Ist das keine Schönheit? Obwohl er nicht mehr viel übrig ist, aber es ist trotzdem eine wunderschöne Ruine, finde ich. Total abgelegen, in so einem kleinen Wäldchen. Ich finde es richtig, richtig toll. Wunderschön. Da sieht man natürlich auch, dass hier oben alles, klar, ist alles zerfallen. Also hier ist ein Berg voll Schutt und hier liegt auch alles sehr, sehr zerfallen. Komplett hier am Berg. Man sieht auch hier alles Klinkersteine. Und man sieht hier noch eine ganz alte Gewölbung, weil es richtig toll aussieht. Und was ich auch sehr, sehr faszinierend noch finde, was noch übrig geblieben ist von der Vergangenheit, sind natürlich auch, was ich auch sehr, sehr... Ne? Also, das ist alles nur handgemacht gewesen. Das haben die alles nur handgemacht, diese Steine. Das finde ich schön, diese... Die hängt hier natürlich alles runter, klar, sehr brüchig, sehr gefährlich, wenn man natürlich auch da drunter steht. Da möchte man natürlich auch keinen Stein am Kopf kriegen oder sowas, dann war's das. So, meine Freunde, das ist zum Beispiel jetzt die Rückseite von Maria Laach, die Burgruine. So, und jetzt würde ich mal sagen, jetzt gehen wir mal, ich habe nämlich unten noch so ein Kellergewölbe gesehen, das schauen wir uns jetzt mal an. So, meine Freunde, jetzt gehen wir zum Gewölbe, was ich gerade gefunden habe. Und da würde ich mal sagen, da gehen wir doch mal hier lang und sage, folgt mir einfach. So. Was ich die hasse, Brennnesseln, was ich die hasse. Boah. Guck mal hier, alles Klinkersteine von der Ruine. Alles voll. Und schaut mal hier, was wir hier haben.
So Leute, jetzt gehen wir hier mal rein und ich würde sagen, ich gehe einfach mal vor. Taschenlampe nicht vergessen. Das Wichtigste. Taschenlampe. So, da. Oh, da gehe ich mal vor. So. Also hier schon alles komplett mit Steinen zu. Also alles schon abgesackt und alles. Aber wie man sieht, Gewölbe steht immer noch. So, da würde ich sagen, dann springen wir doch jetzt mal rein. Da gucken wir uns das mal gemeinsam richtig an. So, da gucken wir mal. Mein lieber Mann. Puh. Also wunderschön, was ich gerade hier so sehe. Diese alte, gewölbte Decke noch. Toll. Schaut selber. Da schaut doch mal selber, Leute. So. Wunderschön, diese Decke hier noch. Wie die damals gemauert hatten. Also klasse. Ach, da oben haben wir ein Nest oder so. Hier mal ein kleines Nestchen. Okay. Ja, wie man sieht, liegt hier jede Menge Schutt. Aber auch jede Menge. So. Aber trotzdem, toll. Hier hat einer schon, war einer schon im Spaten hier gewesen, ne? Und hat hier ein bisschen rumgegraben. In der Hoffnung, vielleicht findet er hier was. Aber gut. Kann ja auch alles sein, dass hier noch versteckt ist. Ne? Aber da hätte man einen Metalldetektor haben müssen. Das wäre am besten. So, ich würde sagen, da gehen wir nochmal hier raus. So. Oh, ja. Okay. Hier haben wir noch ein Loch, wo man durchgehen, krabbeln könnte. Das ist aber allerdings. Was ist denn hier? Schau mal. Ach, nichts Besonderes. Also nichts Besonderes. Leute, ihr seht es ja live. Es ist nichts Besonderes, wo man jetzt denken kann, ja, da kriege ich mir jetzt mal rein. Also, da würde ich sagen, das können wir uns sparen. Ah, das sind die zwei Löcher, wo wir eben drin waren. Davor waren wir eben drin, in dem ersten. In dem zweiten brauchten wir ja nicht, weil da war ja nichts Großartiges. Und hier ist ja dieses eine Gewölbe, wo auch nichts ist. Ne? Ganz kleines, also ich mache nochmal richtig an. Könnt ihr nochmal richtig gucken. Na Leute, sieht ihr ja. Da ist nichts mehr Großartiges. Ist auch sehr gefährlich, wenn man jetzt so runterkrabbeln tut. Und echt, das ist sehr einsturzgefährdend. Also das würde ich. Ja Leute, das ist zum Beispiel dieses Gewölbe, wo wir eben drin waren. Zusammen. Ne? Hier waren wir hier eben drin. Haben wir uns das ja so angeguckt so ein bisschen. Von der anderen Seite. Von hier kann man auch noch gucken. So. Aber wie gesagt, Freunde, ist sehr gefährlich. Und ich würde sagen, jetzt da gehen wir nicht rein. Da passiert noch was. Und hier. Ach. Da waren wir auch eben drin. Ne, hier waren wir drin gewesen, genau. Auf der anderen Seite nicht. Hier waren wir nicht drin gewesen. Aber ich glaube, das lohnt sich auch gar nicht, da reinzugehen. Okay. Ja, Freunde. Jetzt sind wir schon am Ende des Videos. Ich würde sagen, es war zwar ein kleines Video, aber dennoch war es sehr schön gewesen. Fand ich zum Teil. Und ich hoffe, euch hat es auch sehr gut gefallen. Ja, zu der kleinen Geschichte Maria Lach habt ihr eben schon gehört. Und ich würde mal sagen, bis zu meinem nächsten Video, Freunde. Halt die Ohren steif. Euer Sascha. Verrückte Touren.